Es war einmal ein König und seine Tochter, die Prinzessin. Ich bin noch nicht fertig. Die Kinder der Klasse 5a haben mit Ruben González Escudero das Projekt Es war einmal gemacht. Wir haben begonnen, Geschichten zu schreiben. Jedes Kind hat erstmal seine eigene Geschichte geschrieben. Und dann haben wir alle Geschichten zu einer gemeinsamen Geschichte zusammengefasst. Danach hat jedes der Kinder eine Maske seines Charakters oder seiner Charaktere angefertigt. Anfangs waren die meisten Kinder noch Märchenfiguren, Könige, Hexen oder Ritter, aber die Geschichte wurde immer verrückter und bald wurden viele Figuren zu Superhelden oder Videospielfiguren. Das fanden wir sehr lustig, aber dadurch wurde die Geschichte auch immer spannender.